Auf welche Jungs standet ihr denn immer in der Schule? Bei mir ist es schon so möglichst schön. Also nicht was. Folge ungeschminkt. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch, und zwar das erste Date. Und wie ihr seht, Kiso ist heute nicht dabei. Die hat nämlich gerade ein Date. Aber nur bei ihrem Zahnarzt, also nichts Aufregendes. Aber dafür haben wir ja Thalisa bei uns. Ja. Magst du mal was über dich erzählen? Ja, ich bin Thalisa vom Kanal Thalisa Minusch. Auf meinem Kanal geht es um Beauty, vor allem um Naturkosmetik, Lifestyle, aber eben auch vegane Rezepte und auch gesellschaftskritische Themen. Und ich habe auch zwei Dating-Videos oder sogar drei. Ich glaube sogar drei Dating-Videos auf meinem Kanal. Also schaut ihr euch gerne an, wenn ihr wollt. Passend zum heutigen Thema auf jeden Fall. Richtig cool. So, was gibt's nicht so viel auf YouTube? Deswegen können wir ja heute ein bisschen darüber quatschen, wie so ein erstes Date für einen ist. Irgendwie, wie war das so? Für euch, wart ihr so total nervös und habt ihr euch dann irgendwie 3 Stunden vorher fertig gemacht? Ja, glaube ich auch. Also bei mir war das so, weil ich die Person aber auch schon so lange gut fand. Ja. Und dann hat man endlich dieses Date und das ist einfach mega aufregend, finde ich. Und wie war das so? Habt ihr irgendwelche lustigen Geschichten oder so zu erzählen? Also bei dem ersten Date war das eigentlich eher so, also da war schon klar, dass man sich gut fand und es war eher unter so einem Deckmantel wie, er hat mir halt Musiknachhilfe gegeben. Ah. genau, und dann hat er mir auch ein Geschenk mitgebracht, also ein Mixtape, und das war ganz romantisch. Das war ganz schön. Aber war man auch noch jünger, ne? Ich weiß nicht, ob das heute noch so laufen würde. Aber ne, wir wollen ja die Illusion nicht zerstören. Ja. Aber ihr könnt auch mal eine lustige Geschichte vielleicht von eurem ersten Date in die Kommentare schreiben. Also vielleicht habt ihr ja irgendwie eine peinliche Story oder so zu erzählen. Das würden wir uns sehr gerne auf jeden Fall durchlesen. Und wie es ausgegangen ist. Oh ja, das stimmt. Ja, oder halt auch in der, wenn in der Schule, da ist es ja eigentlich echt, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe immer nur welche in meinem Jahrgang so interessant gefunden oder dann gedatet. Ich auch. Aber man fand halt schon auch da immer so die älteren Jungs irgendwie interessanter. Ja, also so. Ich finde, das stimmt. Auf welche Jungs standet ihr denn immer in der Schule? Bei mir ist es schon so möglichst schön. Also nicht, was das klingt so doof, ne? Aber Hauptsache, er sieht mega gut aus. Egal. Nein, aber ich dachte, du meinst jetzt so vom Aussehen halt. So schön. Ja, ja. Also nein, das nicht. Halt so schon so, dass du sagst, okay, den könntest du halt auch so auf so einem Surfmagazin. Ah, die fand ich immer interessant. Gut, naja. Nein, halt so normal sportlich irgendwie halt, weißt du, so. Irgendwie so normale Interessen einfach jetzt. Und du? Ja, ich finde, bei mir ist es eigentlich auch immer unterschiedlich. Also ich finde es schon wichtig, ist eigentlich voll gemein, weil ich bin so klein. Aber ich finde es immer wichtig, dass er groß ist. Also ja, so ist mir auch wichtig. Über 1,80 oder so. Ja. Und ja. Und so breite Schultern oder so. Aber sonst so vom Aussehen. Ist auch schön. Ist auch schön. Ja, ich finde es krass, weil ich bin irgendwie voll anders. Ja. Ja, also mir ist eigentlich, also ich in der Schule auch schon, ich stehe eigentlich immer so auf eher so Künstlertypen. Also oder eher so, Alternative mag ich, also Bandtypen oder Schauspieler oder also generell Leute, die Künstler, Schriftsteller, also die halt was im Kopf haben. Und dann muss ich sagen, ist mir die Größe und das Aussehen ziemlich egal. Ich mag halt immer so Leute, die so special sind, weißt du, die so irgendwie Ecken und Kanten haben. Zu schön mag ich eigentlich gar nicht. Ja, das finde ich eigentlich auch gar nicht, also... Das ist mir dann irgendwie zu langweilig. Und gibt es für euch so richtige No-Gos? Viele. Viele. Ja. Also, wenn der Typ nicht höflich ist, wenn er dir nicht in die Augen guckt beim Reden, ständig andere Leute anguckt, die in den Raum reinkommen, wenn er dich unterbricht. Jemand, der so kritisiert schon und so, oder kennt ihr das, wenn man so von seinem Leben erzählt, irgendwie gerade, wir machen YouTube oder so, und dann kommen so Fragen wie, und wie stellst du das Leben vor in 2 Jahren, wenn stimmt, ich das nicht mehr gibt? Ich denke so, Kritik. Hä, das ist voll das coole Thema und so bist du so gemein. So. Ich finde das immer wichtig, dass Leute irgendwie so eine Leidenschaft haben, ja, die so brennen. Ich auch. Wo du so merkst, oh cool, der macht das, was ihn erfüllt und was ihn glücklich macht und nicht so, ja, ich mache das jetzt so ein paar Jahre und dann wechsle ich eh woanders hin, weil es macht ja eigentlich keinen Spaß oder so. Ja. Das mag ich irgendwie nicht. Und wenn die so sie selber sind. Also ich finde, man merkt, ob jemand eine Persönlichkeit hat oder nicht. Ja. Und ich finde, das kommt ganz gut rüber. Ich finde es auch super wichtig, dass so jemand so mit sich selbst im Reinen ist und dass man nicht das Gefühl hat, da sind so 100.000 Probleme und kleine Baustellen, um die du dich dann halt auch kümmern müsstest. Ja. Ja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure No-Gos beim ersten Date sind. Finde ich eigentlich sehr interessant. Ja, schreibt es auf jeden Fall. Und findet ihr es beim ersten Date okay, wenn man sich da so ein bisschen schon näher kommt?
Ja, finde ich okay. Ja, also finde ich auch okay. Ich glaube, man sollte einfach auf sein Gefühl hören. Ja. Ich finde es immer richtig, wenn man nach seinem Gefühl handelt, bei allen Sachen. Ich finde, das kann man so pauschal auch gar nicht sagen. Ja. Irgendwie so, du musst 3 Dates abwarten, bis du irgendwie... Nee, ich finde das auch schön, so regelt. Oder genauso auch wie, manche sagen immer, man darf erst einen Tag schreiben, nachdem man sich getroffen hat oder so. Das finde ich auch total doof. Finde ich auch so nervig irgendwie, diese Regeln. Ja, warum? Ich finde, man sollte halt so man selber sein. Und wenn man jetzt den Tag als super schön empfunden hat, dann kann man auch abends nochmal schreiben, war ein schöner Tag. Ja. Und du siehst ja anhand der Reaktion des anderen, ob der jetzt so mit dir spielt und irgendwie extra das liest bei WhatsApp oder wie auch immer. Und dann so einen Tag später antwortet. Ja, so voll extra, das kannst du dann ja auch irgendwie denken. Ja. Oder wenn, ne, wenn du dir einfach merkst im weiteren Verlauf, das macht er immer bei dir, dann kannst du halt auch so denken, okay, wo soll das denn hinführen? Ja. Habt ihr euch so auf euer erstes Date so irgendwie besonders vorbereitet, so einen Beauty-Tag eingelegt oder so? Also ich habe jetzt gar, ich habe eigentlich nur die Basics gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich habe jetzt nicht einen ewigen Spa-Tag gemacht, also natürlich schon extra schön geschminkt und dass man gepflegt ist und lange beim Outfit überlegt, aber jetzt gar nicht. Ich habe jetzt nicht noch eine Gesichtsmaske gemacht und so weiter. Ja, wenn man will, locker. Aber auch schon, dass die Haut irgendwie rein ist. Ich weiß noch, zum Beispiel bei meiner Konfirmation war das so, da hatte ich so einen richtig fetten Pickel auf der Nase und das war total blöd. Das hat mich richtig gestört, bei so wichtigen Sachen oder halt auch bei dem Date. Wir haben dazu auch mal ein How-To gedreht, die Anti-Pickel-Pflegeroutine. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, die ist in der Infobox verlinkt, falls ihr vielleicht bald ein Date habt und einen großen Pickel oder so. Aber das Aussehen ist natürlich ja auch nicht alles. Also ne, am Ende geht es ja wirklich darum, dass man sich gut versteht und zusammen lachen kann. Genau, das heißt einfach, es passt irgendwie. Dass man einfach man selbst sein kann und ne, Spaß hat. Genau. Finde ich auch super wichtig. Ja. Wie ist es denn bei euch so ausgegangen? Habt ihr nach dem ersten Date noch mehrere gehabt? Wart ihr gleich zusammen? Oder seid ihr überhaupt dann irgendwie ein Paar geworden? Also mit meinem allerersten Date, den habe ich wirklich nur einmal so dann getroffen. Und ich finde, man braucht echt mehrere Dates, um dann entscheiden zu können, dass es sowas Längerfristiges ist. Ja, ja, also bei mir war es gleich beim zweiten Date, dass wir zusammen waren. Ja. Also dass man das gleich wusste. Aber da kannte ich den auch schon länger. Und es war halt, sie hat sich so langsam entwickelt. Ja. Aber sonst brauche ich auf jeden Fall auch länger. Also klar. Ja, ist bei mir auch ein bisschen. Man kennt die Person ja einfach nicht. Nee, also wenn du jemanden komplett neu kennenlernst, dann brauchst du ja auch schon bei Freundschaften alleine länger, um jemanden kennenzulernen. Eben. Dass du sagst, okay, das wäre jetzt einer meiner engsten Vertrauten. Das geht ja auch nicht in 3 Wochen. Ja, ja, klar. Und so ist ja bei einem Partner oder so auch. Ja, das stimmt, guter Punkt. Ja, es ist aber ein schwieriges Thema. Es ist schwierig. Da den richtigen zu finden und so. Er muss eine Herausforderung sein, aber nicht so herausfordernd. So, ne? Habe ich mir gerade so ausgedacht. Das ist gut, das ist voll schlau, ja? Ja, also schon, dass du dich irgendwie so bemühen musst, aber halt auch nicht so, dass du so denkst, was soll ich denn jetzt noch tun? Ja, aber ihr könnt ja auch ganz viele coole Stories, wenn ihr irgendwelche habt, gerne in die Kommentare schreiben. Könnt ihr auch bei Instagram mal kommentieren und natürlich auch gerne bei Talisas Kanal vorbeischauen. Ja, da findet ihr ja auch Dating-Videos. Ja, habe ich einige gemacht auf jeden Fall. Und ansonsten vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.